Wisst ihr, ich finde nicht mal mehr Monas Schamanen. Ich frag mich wirklich, wie der junge Jakob hier sein Erste-Hilfe-Abzeichen bei den Pfadfindern bekommen hat. Ach, Jungs, sehr interessant. Hat vielleicht jemand von euch eine Frage an Mr. Whipperson? Es gibt da zwei junge Damen, die würden... Ja, es gibt da eine Frage von dem feinen jungen Herrn in der ersten Reihe. Was braucht man denn so alles, um ein Pfadfinder zu werden? Stärke, Hingabe und den festen Willen zu dienen. Ich möchte alle Jungs ermutigen, morgen unserer Vorführung im Park beizuwohnen. Fragt einfach nach mir, Mr. Whipperson. Mr. Whipperson, bei Ihrer Präsentation war nicht einmal die Rede von den Pfadfinderinnen, die übrigens von meinen Eltern großzügig gesponsert werden. Und was ist eigentlich mit dem anstehenden Pfadfinderwettkampf? Seit der sehr umstrittenen Gründung der Pfadfinderinnengruppe vor 5 Jahren treten wir im Pfadfinderwettkampf, der nächste Woche stattfindet, gegeneinander an. Vielen Dank. Und ist es nicht so, dass dieser Wettkampf in den 5 Jahren seines Bestehens immer von den Pfadfinderinnen gewonnen wurde? Naja, es lief etwas unglücklich für uns und dann kam auch noch Pech hinzu. Aber das wird sich dieses Jahr alles ändern. Wartet es nur ab. Einen schönen Tag noch, Kinder. Jakob! Ich sagte Jakob... Und Angela hat diesen Pfadfinderführer aber wirklich in seine Schranken gewiesen. Er hat offensichtlich ein Problem mit den weiblichen Pfadfindern. Ich dachte, die meisten von denen wären Möchtegern, Angela. Sind sie auch. Aber das gibt Mr. Whipperson nicht das Recht, sie schlecht zu behandeln. Außerdem sagen mir meine Vampirsinne, dass er etwas vorhat. Hey Bones, ich dachte, ich binde deine Schuhe für dich zu. Ich habe einen Pfadfinder-Stolperknoten gemacht. Und zusätzlich zum Feuermachen lernen unsere Pfadfinder auch etwas über Maßnahmen gegen Brandgefahr. Wie ihr euch vorstellen könnt, geht es bei den Pfadfindern nicht nur um irgendwelche Knoten und Abzeichen. Das Pfadfindertraining bringt euch ehrfurchtgebietende Vorteile. Ehrfurchtgebietende Vorteile, ja! $2,75, $3. Hey, du bist ja ein Dollarzwerg. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Bones, bist du das gewesen? Das ist nur eine Kleinigkeit, die ich George-Jamel-Knoten getauft habe. Ich hätte euer Training einfach nicht unterschätzen dürfen. Ich werde nie wieder jemanden ärgern. Charlie ist der größte Hurra! Ich glaube, du hast etwas zu viel Sonne abgekriegt, Charlie. Danke für deine schönen Vogelstimmen-Imitationen, Jakob. Gut, und wer von euch möchte jetzt unterschreiben, um ein Pfadfinder zu werden? Gehen wir. Ich habe jetzt wirklich genug gesehen. Was ist mit Charlie los? Das ist das 3. Mal diese Woche, dass er uns allein Eis essen gehen lässt. Ja, wie kommt das nur? Charlie ist doch verrückt nach Eiscreme. Hier, bitte sehr, Miss. Freut mich wirklich, dass ich Ihnen helfen konnte. Irre ich mich oder ist so ungefähr jeder Junge in dieser Stadt mittlerweile ein Pfadfinder geworden? Das ist voll in Mode. Man kann keine 2 Schritte tun, ohne auf einen zu treffen. Charlie? Du? Tatsächlich ein Pfadfinder? Tja, kein Wunder, dass du uns versetzt hast. Es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ein Pfadfinder zu sein ist hart. Du meinst die gemeinnützige Arbeit? Soll das ein Witz sein? Das ist eine nette Abwechslung zum harten Training für den Pfadfinderwettkampf morgen. Ich sehe schon Knoten in meinen Cornflakes. Du siehst ganz schön erschöpft aus. Mir bleibt nicht viel Zeit zu schlafen. Und wenn ich schon mal schlafe, träume ich die ganze Zeit von Pfadfinderdingen. Wenn du es so schlimm findest, wieso lässt du es dann nicht einfach sein? Weil ein Pfadfinder niemals seinen Dienst quittiert. Jawohl, Sir. Niemals, Sir. Die Funkübertragung war meine Idee. Auf diese Weise habe ich meine Truppe ständig unter Kontrolle und kann verhindern, dass Störenfriede wie ihr Zwietracht in den Reihen meiner Leute seht. Sie können meinen Freund nicht zwingen, etwas zu tun, was er nicht will. Ich zwinge keinen. Ich habe nämlich den perfekten Weg gefunden, Disziplin zu lehren. Es gibt keine Widerrede, es gibt keine Beschwerden. Sie tun ganz einfach das, was ich ihnen befehle. Passt auf. Harken! Ein Pfadfinder vernachlässigt niemals seine Pflichten, Sir. Kein Schlaf notwendig, Sir. Schau doch nur, sie drehen alle durch vor Erschöpfung.
dafür ist es zu spät. Wir sind jetzt Charlies Freunde. Ich habe noch nie von Pfadfindern gehört, die sich so merkwürdig verhalten. Ihr gruseliger Anführer hat was vor und Mona, der Vampir, wird herausfinden, was es damit auf sich hat. Schau mal, da ist Charlie. Charlie, wach aus diesem Albtraum auf. Muss üben, um Wettkampf zu gewinnen. Sie befinden sich im Sperrgebiet. Sperrgebiet. Psst, sei still, Charlie. Wir müssen Charlie da rausholen, bevor er vor Erschöpfung ohnmächtig wird. Versuch, deine Kräfte zu konzentrieren. Das ist ja Charlie. Ganz ausgezeichnete Arbeit, Charlie. Du bist ein würdiger Pfadfinder geworden. Und jetzt schließ dich der Truppe für einen 10-Meilen-Lauf an. Endlich wird uns der ersehnte Sieg über die völlig unfähige Pfadfinderinnengruppe gelingen. Der Pokal wird mir gehören, so oder so. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Gehirnwäsche bei unseren Pfadfindern? Wirklich, Mona, das glaubst du doch selbst nicht. Wieso setzt du nicht einfach deine Gratis-Pfadfindermütze auf und genießt den Wettbewerb? Willkommen beim diesjährigen großen Pfadfinderwettbewerb, Leute. Bitte gebt unseren überaus tapferen Pfadfindern einen herzlichen Applaus. Er erinnert sich nicht an gestern Abend. Kein Wunder, er hat ja auch die ganze Nacht trainiert. Und begrüßt auch den Champion der letzten 5 Jahre, die Gruppe der weiblichen Pfadfinder. In diesem Wettbewerb werden neben Schnelligkeit und Ausdauer der Teilnehmer ihre Fähigkeiten in Erster Hilfe, beim Zeltaufbau und bei der Essenszubereitung getestet. Wer die Mehrzahl der Disziplinen gewinnt, wird den Sieg davontragen. Wir versuchen, die Pfadfinderinnen nicht zu eindeutig zu schlagen. Ja, weiter so! Wow, das harte Training von Mr. Whipperson scheint sich bezahlt zu machen. Ja, aber schau sie dir mal an, die sind schon nach der ersten Disziplin erschöpft. Haltet durch, ihr jämmerlichen Schwächlinge, der Sieg ist zu greifen nah. Nehmt gefälligst Haltung an, wenn ich euch ein Kommando gebe. Oh. Nein, bitte nicht. Die Pfadfinderinnen haben auch dieses Jahr wieder gewonnen. Hey, erst rein. Mr. Whipperson hat sich selbst besiegt, indem er seine Truppe zu hart trainiert hat. Ich habe mich auf diese unerfreuliche Möglichkeit vorbereitet. Sehen Sie, Officer Halcroft, es ist so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Aha, endlich gehört der Pfadfinderpokal mir. Und alles, was dazu nötig war, war etwas Gutes, altmodisches Betrügen. Nicht, solange ich auch noch ein Wörtchen mitzureden habe. Ihnen nach, Jungs! Ich glaube, du hast etwas, das mir gehört. Sie verdienen diese Trophäe nicht. Nein, nein, ich rede von Charlie. Wieso sollte ich mit diesem Pokal zufrieden sein, wenn ich die ganze Stadt haben kann? Alles, was ich dafür brauche, sind genug Mützen und die Chance, euch zwei aus dem Weg zu räumen. Charlie, pack sie! Ihre Gehirnkontrolltricks beeindrucken mich nicht mehr länger. Packt sie! Ich sagte, packt sie! Packt mich! Ich sagte, packt mich! Nein! Ihr sollt nicht mich angreifen, ihr sollt sie angreifen! Ja, greift mich an! Lass sie laufen! Das werde ich dir, Mona, dem Vampir heimzahlen. Was macht ihr
denn hier, Leute? Dir zeigen, wer deine wahren Freunde sind. Ganz ehrlich, ich habe keine Gehirnwäsche bekommen. Ich habe nur ein paar Judo-Tricks für den guten alten George Jamel gelernt. Da! Tja, Mr. Whipperson können wir nicht mehr fragen. Seit er von den Pfadfindern ausgeschlossen worden ist, ist von seiner Truppe echt nicht mehr viel über. Ich bin froh, dass dieser Pfadfinder-Spuk vorbei ist. Ist er das wirklich?